Da sind die Hacks schon wieder. Da, ich habe schon wieder durch den Boden geguckt. Nice. Ich cheate schon wieder rein, Alter. Ich cheate schon wieder rein. Mir ist alles. Guck hier. Ich sehe hier alle Höhlen, Mann. Dias? PvP-Hacks. Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Live in the Woods bzw. Wood Life. Ich wollte eigentlich gerade nochmal ganz gechillt meine Update-Folge drehen. Ganz gechillt. Bis dann dieser kleine Racker im Stream meinte, ein bisschen frech zu werden zu mir. Gut, ich habe eventuell angefangen. Aber ich meine, jetzt ist das unausweichlich passiert. Wir werden uns bekämpfen. Er streamt gerade, ich nehme gerade auf. Und ich denke mal, das wird auf jeden Fall ganz lustig. Man sieht hier immer noch die Todespunkte von allen Spielern, die ich bereits umgebracht habe. Ja, ich habe mir hier ein Blutbad angerichtet. Bin ja im Moment mit meinen Sachen hier relativ gut equipped. Und ja, lieber Zinus, ich würde sagen, ready. Dann machen wir erstmal diesen kleinen Kampf. Ich bin mir sicher, dass ich sogar verlieren werde. Dann würde ich sagen. Okay, go! So, mein Freund, komm her direkt hier. Zack, 1 gegen 1, das macht mir gar nichts. So, das war auf jeden Fall easy, würde ich sagen. Da haben wir direkt mal gerackt. Das Schwert, das hole ich mir direkt mal. So, Leute, das war auf jeden Fall ein einfacher Kampf. Direkt mal so zum Anfang, gar kein Ding. Kein Ding für mich. Kein Ding für mich. So, wir holen den Jungen mal TS, damit ich ihm mal ganz kurz erklären kann, was ich hier nämlich für ein Schwert habe. Yeah, ja. Und dann mache ich ein klein bisschen von der Update-Folge weiter. Ich musste einfach, ja, Zinus mal ganz easy racken, meine Freunde. Ja, gut. 16. Es hat 16 Attack Damage, das Schwert, beziehungsweise 15, noch was. Ja, wie gesagt, der Liebe darf jetzt mal gerne TS. Und dann würde ich sagen, machen wir mal ganz kurz unsere Update-Folge. Ich hole den Jungen mal, wie gesagt, ganz kurz zu mir, Freunde. Das war natürlich jetzt nicht die fairste und feinste englische Art, aber ich würde sagen, East Gate Wrecked bei Equipment-Vorteil. Ich habe hier noch diese kranke Rüstung, Alter, die ja wirklich einiges ausmacht. Zinus, du bist gerade in meiner Aufnahme, ich in deinem Stream. Wie ist das so, gegen jemanden zu verlieren? Ja, es ist halt ziemlich scheiße, ne? Ja, ist natürlich ein blödes Gefühl, sag ich mal, aber ich meine, da machst du auch einfach gegen die PvP-Legende Revinzeit nichts. And his name is Revinzeit. So, Freunde, da ist kurzzeitig die Facecam abgebrochen. Ja, wie ich schon im Pre-Intro gesagt habe, ich hacke hier alles weg, auch ohne Facecam. Mir ist alles egal, Mann. Zurück zum Wesentlichen. Ich habe Zinus gerade übrigens nochmal getötet. Das könnt ihr euch hier nochmal ansehen. Leider ohne Facecam, weil die Speicherkarte voll war. Du kriegst die PvP-Schelle auf Doom Nummer 2! PvP-Hack! Get hacked! Nein, Gott. Ich schlag dich diesmal. Alles klar, Zinus, das will ich sehen. Nein! Ja, ihr habt gesehen, wie Zinus da eiskalt von mir kassiert hat. Der hatte keine Chance, der junge Mann. Es tut mir auch echt leid im Herzen, Zinus, dass ich sowas wieder antun musste. Aber es geht halt nicht anders. Jetzt habe ich hier auch gerade wieder, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mit diesem Modpack ein bisschen am Kriegsfuß, ne? Allein wegen den Frame-Einbrüchen. Ich habe ja echt einen guten PC, aber ich habe trotzdem nur 50 FPS teilweise, ne? Das ist manchmal ein wenig, suffisant. Vielleicht habe ich auch gerade falschen Shader dran. Ich nehme mal diesen Motion-Blur-Shader. Ja, damit ist es irgendwie besser, obwohl er eigentlich aufwendiger ist. Und damit habe ich auch die Bugs scheinbar nicht. Oh, okay, scheinbar habe ich gerade mein eigenes Problem gefixt. Yay. Oder nice. Warte mal. Ja, da reloadet die Welt auch wieder so ganz kurz. Seht ihr das? Immer wenn ich hier irgendwie... das ist echt seltsam. Das ist wirklich, wirklich seltsam. Ich habe mich auf jeden Fall in dem Part, wo meine Facecam ausgefallen ist, den ich jetzt natürlich nochmal extra für Leute drehe, meine Freunde, mit Zinus darüber debattiert, soll ich jetzt ein Haus bauen im Himmel, und wir waren bei Zinus drüben. Das schauen wir uns gleich nochmal neu an. Das schauen wir mal ganz kurz rüber. Dann gebe ich ihm nochmal den gleichen Tipp, den ich ihm eben gegeben habe. Wir drehen das jetzt einfach nochmal neu, Freunde. Das ist ja für euch überhaupt kein Beinbruch. Vorerst, bevor ich jetzt aber das tue, möchte ich euch eines fragen. Hättet ihr Lust auf ein Haus im Himmel? Wenn ja, lasst gerne mal einen Daumen nach oben. Ja, dann mache ich das nämlich. Dann baue ich nämlich mein Haus auf einer fliegenden Insel. Mit so Steampunk drumherum und so Windrädern, die die Insel quasi tragen. Auf sowas hätte ich mega Bock. Gut, muss ich natürlich noch mit meinem süßen Mitbewohner Kevin absprechen. Wenn der am Boden bleiben will, kann man ja auch sicherlich dann irgendwie da einen Aufzugkuchen machen oder sowas. Das ist ja dann, glaube ich, sowieso angebracht, sag ich mal. Vielleicht gibt es ja auch irgendwie eine Möglichkeit, Portale zu setzen. Irgendwie mit Enderportalen da zu arbeiten, keine Ahnung. Vielleicht gibt es auch die Möglichkeit, einen zweiten Mod hinzuzufügen. Das müssen wir alles mal abquatschen. Was ist das hier eigentlich? Kaktuspaste? Guck mal, sieht aus wie Kotze. Boah. Geil. Kann man es essen? Ich weiß es nicht, würde es nicht essen. Nee, kann man nicht versuch's essen. Versuch's mal. Achso, okay, gut. Konnte man nicht. Ich habe mir folgende Steine rausgesucht. Ich finde diese grünen Cobblestones hier sehr schön. Im Nacht, beziehungsweise wenn der Schatten drauf scheint, ganz schön von außen.
doch wieder selbe Moos. Also die Schattenseite ist echt sehr viel schöner. Ich weiß nicht, ob man den farblichen YouTuber, den farblichen Unterschied... Alles klar, Simon, ich bin zwar gerade mitten in der Aufnahme. Juckt dich aber gar nicht. Ich meine, ist schon in Ordnung, Simon. Du kannst hier einfach mal dazwischen schreien, ne? Ja, holt rein. Alles klar. Genau, ob ich jetzt diesen Stein tatsächlich benutzen soll. Ihr seht ja, auf der Sonnenseite ist er sehr viel grüner als auf der anderen Seite. Das habe ich gerade eben gar nicht bedacht. Ich habe auch hier noch diesen Gneiss Cobblestone. Den finde ich auch nicht schlecht. Der ist halt deutlich dunkler als der normale Cobblestone. So. Hat's der so, ist nice. Der ist auf jeden Fall auch nicht schlecht. Muss man auf jeden Fall mal überlegen, könnt ihr mir auch gerne mal Feedback zu der lassen, Freunde. Und ja, das ist mein Plan, eine fliegende Insel zu bauen. Was haben wir noch? Was haben wir denn noch für Steine? Ich hatte noch Marble, hatte ich glaube ich auch noch irgendwo, ne? Genau, aus Marmor kann man natürlich auch was Schönes bauen. Das ist sehr schön. Würde sich auch als Material, glaube ich, ganz gut anbieten. Es gibt noch Marble Cobblestone, habe ich gesehen. Man kann den Marble auch noch weiter chiseln und verarbeiten und sowas. Kann man sich auch mal überlegen. Ja. Das ist auf jeden Fall noch eine Geschichte, wo ich auf jeden Fall auf euer Feedback warte. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare. Da sind die Hacks schon wieder. Da, ich habe schon wieder durch den Boden geguckt. Nice. Ich cheate schon wieder rein, Alter. Ich cheate schon wieder rein. Mir ist alles. Guck hier. Ich sehe hier alle Höhlen, Mann. Yes. PvP-Hacks. Nee, warte mal. Ich muss mal gucken. Krieg den so irgendwie wieder repliziert? Lol. Immer wenn ein Chunk bei mir neu lädt mit dem Shader, ist es so, glaube ich. Okay. Aber ich habe ja eine kranke Sichtweite hier drin. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe es absolut nicht. Keine Ahnung, wenn ihr da irgendwie Ideen habt. Lasst dir auf jeden Fall gerne mal, wie gesagt, einen Kommentar zu da. Wir gehen mal ganz so zum Zinus und ich schaue mir mal sein Haus so an und tue so, als hätte ich das noch nie gesehen in meinem Leben. Nee, hast du noch nicht, oder? Nein, Zinus, ich meine, da bin ich natürlich jetzt komplett aufgeschmissen und freue mich natürlich, das Haus das erste Mal in meinem Leben zu sehen. Das ist auf jeden Fall echt eine schöne Sache. Ich finde das so geil, Mann. Guck mal hier, dass hier im Wald immer so umgeworfene Baumstämme und alles liegen. Ja, Gottes Willen, das ist echt cool. Freunde, ich habe mir noch nebenbei für die Reise ausgedacht, weil ich ja, wie gesagt, jetzt in ein paar Tagen schon losfahre, beziehungsweise in 2 Tagen, um genau genommen zu sein, von dem Zeitpunkt an, wo ich das Video aufnehme, habe ich mir trotzdem vorgenommen, auf der Reise ein wenig von diesem Modpack hier, wenn ich das darf, aufzunehmen, beziehungsweise auch zu streamen, wenn ich das vom Internet her kann. Das könnt ihr auch mal gerne, wie gesagt, da in die Kommentare schreiben, ob ihr da Erfahrung habt, wie, keine Ahnung, ich weiß halt nicht, wie sind so Upload-Werte, wo ist deine Kackhütte, wo ist die? Ich bin schon lange dort. Ich habe mich schon wieder verlaufen. Wo muss ich nochmal hin? Warte, wo bist du jetzt genau? Bei Spark? Ich weiß es nicht, Mann. Hier ist ein Ofen und ein Kreuz steht hier im Dschungel. What the fuck? Was. Was kann ich mir hier rausnehmen? Was scheint wertvoll zu sein? Ah, Salpeter nehme ich mir einfach mal. Eiskalt gebrieft. sag mir nochmal die Koordinaten. Minus 270, 270. Minus 270, 200. Ah, okay, in die Richtung. Ah, I see. Icy Fire Inside the Mountain. Ja, wie gesagt, nice. Wenn ihr da irgendwie Erfahrung habt, wie das YouTube-technisch, Upload-technisch in Skandinavien aussieht. Ich weiß, dass da überall Breitbandkabel liegt. Das heißt, dass der Upload da auf jeden Fall funktionieren sollte. Die Frage ist halt nur, ob ihr wisst, ob das in den Hotels genauso ist. Ob ich in Hotels quasi sogar streamen kann. Das wäre natürlich nochmal eine Sache. Ich kenne mich da übrigens aus. Ich bin oft in Skandinavien. Echt jetzt? Ne? Läuft das? Ja, also ich war in Schweden und so weiter. Mhm. Da haben die überall gutes Internet. Echt also, jetzt? Das solltest du locker streamen können. Warte, ich habe ja meinen Laptop dabei. Mega gut. Ich habe ja meinen Laptop dabei. Dann werde ich von da aus sicherlich mal streamen. Das ist natürlich cool, gut zu wissen auf jeden Fall. Da freue ich mich drauf. Ich denke mal, den ein oder anderen Stream kann man mal sicherlich spontan von da aus machen. Und wir gehen jetzt mal zu Zinus rüber. Schaut euch das mal an. Der baut hier eine sehr, sehr schöne Hütte. Zinus, das geht doch so nicht. Guck mal hier, die zwei müssen jetzt erstmal richtig schön aneinander gerieben werden. Erstmal schön ein richtig inzuchtiöses Kind treiben. Los, mach fickt. Mal. Oh ja, fickt. So ist lässig. Oh ja, geil. So geil. Ja, Zinus mit die Schweizer Akzent. Ja. Also ich habe eben schon zu Zinus gesagt, vorher in der Aufnahme, Leute, das muss ein bisschen höher hier, das Haus. Aber wenn ich es mir jetzt nochmal so genau anschaue, du hast ja hier, wie gesagt, nur die halbe Höhe, ne? Ja, genau. Das ist schon ganz schön. Was ist das hier? Ein Schlüsselkasten? Was ist das hier? Da kannst du das, guck mal, geh mal weg. Ja. Siehst du das? Ach krass, cool, oder? Danke. Wie nice. Guck mal, das hier, das ist auch mega nice. Nice one, korrekt, dankeschön. Bitte, ja, nice, da habe ich wieder reingecheatet. Ihr seht, unter deinem Haus sind übrigens noch Höhlen, Zinus, die du noch nicht erforscht hast. Ah, danke für den Tipp. Ja, Leute, das ist auf jeden Fall Life in the Woods, beziehungsweise Woodlife bis dato. Ich habe noch nicht viel am Haus gemacht, weil ich noch nicht viel Zeit hatte wegen Vorproduktion, etc., etc., etc. Ich würde sagen, das war's von dieser ganz kurzen Update-Folge, Leute. Lasst auf jeden Fall mal ein Däumchen da oben da, wenn ihr es wollt. Schaut euch den Zinus mal rein, der macht wunderschöne Streams mit sehr schöner musikalischer Untermalung. Kann ich jedem nur mal ans Herz legen. Habe ich mir gerade eben auch angeschaut, als ich mal ein wenig geschnitten habe, so wie das im Moment die Ausnahme meines Lebens ist. Mache ich ja natürlich in letzter Zeit nicht oft. Vorproduktion läuft auf jeden Fall. Ja, was soll ich noch sagen, Leute? Ihr könnt auf jeden Fall jetzt safe damit rechnen, dass jeden Tag ein Gaming-Video kommt. Vielleicht schaffe ich sogar noch 2 Videos am Tag, Gaming plus Vlog. Das will ich aber jetzt einfach mal in die Sterne schreiben, weil ich das noch nicht genau weiß. Wie gesagt, wenn ihr auf jeden Fall Ideen habt für das Haus, lasst sie da. Ich werde sie auf jeden Fall im Skandinavien-Trip dann umsetzen. Und gerne nochmal Feedback für den Namen für den Trip, weil das haben wir nämlich auch noch nicht hundertprozentig. So, Leute, das war's von dieser Folge. Woodlife, lasst einen Daumen hoch da. Schaut mal den Zinus vorbei, der ist in der Beschreibung verlinkt. Macht's gut, haut da rein. Danke. Tschüss!